Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie man so ein richtig echter Mettler wird, dann müsst ihr jetzt die Tipps aufmerksam verfolgen. Als richtig echter Mettler musst du natürlich ein paar Grundvoraussetzungen erfüllen. Kommen wir zum Körperlichen. So, ihr seht hier ein Mettler, wie er nicht aussehen wird. Groß, ziemlich stämmig, mit ganz langen Haaren. Und hier seht ihr, hier seht ihr den ganz richtigen. Der ist sehr dünn und sehr schmal. Und, naja, also hat so Ärmchen wie Finger. Also sehr dünn. Und eigentlich eher, wenn man hat. Dann habt ihr schon mal die richtige Grundvoraussetzung. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Kleidung. Weil der richtig echte Mettler, also der wirklich richtig echte, der trägt nur Metallica-Shirts. Und zwar aus Italien und auch keine echten. Wichtig sind natürlich nicht nur die Shirts, also die Metallica-gefälschten, sondern vor allem auch die Schuhe. Die Schuhe. Am liebsten trägt man französische Kampfstiefel. Die haben so ein Riemchen und die sehen sehr schön aus. Ja, wirklich, die sind ganz toll und die trägt man dann das ganze Jahr. Also immer. Andere Schuhe braucht man nicht. Außerdem ist eine Hose ganz wichtig und die sollte schwarz sein natürlich. Der passt ja sonst nicht zum Bandshirt. Ganz schwarz, aber so ein bisschen plastikmäßig glänzend. Natürlich sollte man dann auch immer darauf beharren, dass die Hose sehr, sehr teuer war, so 200 Euro. Und das muss man jedem sagen, der vorbeiläuft. Und dann kommen wir zu der Jacke. Also im Winter oder im Herbst braucht man ja eine Jacke. Und dann kauft man sich in einem Militär-Online-Shop eine grüne Jacke. Also so olivgrün, militärmäßig, sehr schick. Und dann ist da so Pelz. Ja, ich persönlich halt nicht viel vom Pelz, mit so einem Pelz kann ich eigentlich leben. Aber man beharrt immer drauf, dass er echt ist. Das ist echter Kojotenpelz. Mit Zertifikat. So. Wenn dann die Leute herkommen und sagen, du, schau mal, du siehst hier die Webung von dem Kunstpelz, das ist Kunstpelz. Dann sagst du, nein! Das ist echter Pelz! Von einem Kojoten! Der richtig echte Metal-Fan, der kennt nur ein Lied. Und zwar Sex Diktator Lucifer von Belphegor. Mit Betonung auf B. Weil das sind ja tolle Fabelwesen und die mögen die echten Mettler eher gerne. Deswegen Belphegor. Andere Lieder kennt man nicht und andere Bands sowieso nicht, weil die sind ja dann nicht echt wirklich sehr metalmäßig. Der echte Mettler beharrt natürlich auch drauf, dass Sexdiktator Lucifer ein ganz böses Lied ist. Und das unterstützt natürlich sein Image. Wichtig zu wissen ist natürlich auch, dass man als Metal-Fan niemals alleine ist. Weil man ist ja relativ klein und schmächtig. Ja, klein und schmächtig. Und deswegen braucht man immer einen, naja, sagen wir, Valkyrie in der Nähe. Also eine sehr große Frau. Viel größer als der eigentliche Metaller selber. Metaller. Und die sollte auch möglichst breit sein, damit sie ihn natürlich verteidigen kann. Ja. Zu den Metallerinnen kommen wir später noch in einem weiteren Video. Und die sollten sich zusammenfinden. Ist die Metallerin nicht da, dann sucht sich der richtig echte Mettler natürlich eine andere Frau. Eine relativ starke, die muss jetzt nicht unbedingt so breit sein, aber die sollte schon sagen, wo es lang geht, weil sonst fühlt er sich irgendwie verloren. Ja, noch wichtig, der Mettler hat niemals, niemals, niemals und unter gar keinen Umständen eine eigene Meinung. Die Meinung kommt nur von der Mettlerin und die vertritt er dann überall. Überall. Außer eine andere Frau ist dabei. Wenn eine andere Frau dabei ist, dann richtet er sich immer nach der Meinung der stärksten Frau im Raum.
Der richtig echte Mettler ist Jungfrau, aber das möchte er gerne ändern. Und sein Glück versucht er immer wieder bei den Freundinnen seiner jüngeren Schwester. Ja. Haben wir vorher noch gar nicht geklärt, wie alt man sein muss, um ein richtig echter Mettler zu sein. Also das geht nur im Alter zwischen 13 und 18 und danach habt ihr verkackt, dann müsst ihr was anderes werden. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit, um richtig tolle, gute Mettler zu werden. Falls nicht, ist schon ein Verlust für die Welt. Ja, und wie immer soll sich natürlich jetzt keiner irgendwie angegriffen fühlen. Das ist ja alles nur Spaß.